von DSDS ist hier bei uns Laura Martin. Die Welt ist ungerecht, es trifft immer die Attraktivsten. Johanna, du bist Single, du suchst einen Partner. Hm? Und wenn du die potenziellen Partner gleich kennenlernst, weißt du, warum du Single bist. Wir spielen nämlich jetzt der Herzblatt. Kommt alle bitte auf die Hocker. Ihr bitte in der Reihenfolge Lars, Hennes und dann Tetje. So, Johanna hört uns jetzt nicht mehr, dann gebe ich euch jetzt die Rollen fürs Herzblatt. Und zwar Lars, du bist sehr, sehr minderjährig. Du bist ja nämlich ein noch ungeborenes Kind im Mutterleib. Das ist allerdings leid, hat noch länger auf die Geburt zu warten. Aber ein höchst unrasiertes Kind. Ja, die Hormone. So. Hennes, du bist auch noch verhältnismäßig minderjährig. Du bist nämlich das Pumuckel, das gerade in die Pubertät kommt. Super. Ja, okay. Und, aber das ist alles noch nichts gegen die Probleme von Tetje. Du bist nämlich gerade mitten in einer Verwandlung zum Werwolf. Ja. Okay. Ganz viel, viel Freude. So? Ja! Ich bin's nur. Ich wollte dir das abnehmen. So, dann würde ich sagen, ganz viel, viel Freude mit deinen Herzblättern. Ich würde mal sagen, Herzblatt ab. Alles klar, Herrschaften. Kandidat 1. Nehmen wir an, ich habe dich erwählt. Du bist auch bereit mitzukommen. Und wir fliegen mit dem Herzblatt-Hubschrauber Richtung Bahamas, stürzen aber auf einer kleinen, einsamen Insel ab. Wie besorgst du uns was zu essen? Ja? Okay. Kandidat 2, muss ich bei dir auch verhungern? Nein! Nein! Bei mir, ich würde, was hab ich denn? Entschuldigung, meine Stimme. Ich habe noch Brotkrumen und ich habe noch ganz, magst du Holzspäne? Ich habe ganz viele Holzspäne in der Werkstatt bei mir. Holzspäne. Kandidat 3. Ja! Kandidat 3, erschnüffelst du uns Essen oder wie sieht das aus? Ja, ich erschnüffel uns Essen, ich wittere es. Und wenn es dann Nacht wird, wirst du nicht mehr hungern müssen. Aber komm mir bloß nicht an! Mit irgendwelchem Essen in Silberfolie eingewickelt. Das wäre dein Ende. Oh, alles in allem ja total beruhigend so. Kandidat 1, wir haben jetzt unser 24. Date. Bisher ist aus der Händchenhaltung nichts gelaufen und ich eröffne dir freudestrahlend. Das bleibt auch so bis zur Hochzeit. Wie reagierst du da? Ja, ich finde das nicht so schön, weil ich würde schon gerne mal wissen, wie du aussiehst. Das Händchen war ja ganz schön, aber ich würde auch den Rest gerne mal berühren. Und Kandidat 2, wie reagierst du ob dieser Offenbarung? Naja, ich bin ja eigentlich bin ich ja sehr schüchtern und ich würde mich ja erstmal unsichtbar machen. Da würdest du mir auf den Leim gehen. Aber irgendwie ist das. Auch ich fühle mich so ein bisschen verwandelt in letzter Zeit. Ich bekomme überall Haare an Stellen, die ich gar nicht. Das kenn ich! Wie ist das denn natürlich? Du hast ja noch überhaupt keine Haare, ne? Da ist ja noch gar nichts, ne? Okay, Kandidat 3, was machst du? Ja.
Was war die Frage? Jungfräulichkeit bis zur Ehe findest du super auch? Juhu! Kandidat 1, wir treffen meinen Ex-Freund. Wie reagierst du? Ich würde ihn gern mal sehen. Kandidat Nummer 2, was wäre deine Reaktion? Meine Reaktion? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, du magst das, wenn ich so bin, wie ich bin, auch wenn du mich manchmal nicht siehst, auch wenn ich mich manchmal immer, aber im Moment habe ich so Gefühle, die ich bisher noch nicht hatte. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme im Moment. Ich hoffe, dass ich zum Klabautermann nicht noch meine Fähigkeiten verliere, mich neben dir unsichtbar zu machen. Aber irgendetwas regt sich. Und was sich regt, ist gut. Und du? Was? Also, wenn du da drüben bleibst, dann würde ich dir noch eine Frage stellen. Stell sie. Es könnte deine letzte sein. Wie reagierst du denn auf das Treffen mit meinem Ex-Freund? Dein Ex-Freund? Ist garantiert dein Ex-Freund. Und ich werde ihn aus seinem beschissenen Ex-Leben befreien. Und zu Kandidat 1 kann ich nur sagen. Ein guter Fang. Man muss ihn zwar erst aus der Packung holen, aber dann ist er saftig und frisch. Also, ich glaube, in dem Fall muss ich mich von Kandidat 3 verabschieden, weil ich nicht mit Werwölfen ausgehe. Und auch Kandidat 2 ist mir ein wenig suspekt. Es handelt sich hierbei ja um Pumuckl im Stimmbruch. Ja! Kandidat 1, du bist ja, glaube ich, noch im Bauch. Ja!